Ja, herzlich willkommen, liebe FCS-Fans, hier wieder mal aus dem Trainingslager in Tauberbischofsheim. Wir sorgen nicht nur für die körperliche Ertüchtigung, sondern wollen auch die geistigen Fähigkeiten unserer Spieler ein bisschen testen. Deswegen haben wir heute eine Quiz-Challenge auf dem Programm stehen, wo es ausschließlich um Fußballfragen geht, durchaus ein paar knifflige. Wir haben hier Team 206, Zimmer 206 mit Marcel Gauss und Kasim Rabic gegen die Jungen hier mit Tim Schreiber und Patrick Sonnenheimer aus Zimmer 208. Herzlich willkommen. Die beiden Teams haben vorher ausgemacht, der Verlierer darf heute Abend servieren, muss also von der Vorspeise bis zur Nachspeise dem Gewinner das Essen formvollendet überbringen. Die Quiz-Challenge läuft so, ich stelle eine Frage, gebe drei Antwortmöglichkeiten, beide Teams notieren sich dann den hoffentlich richtigen Buchstaben. Es gibt pro Frage zwei Punkte. Beide müssen nicht denselben Buchstaben nehmen, wenn sie sich nicht einig sind, weil es sind doch ein paar Fragen dabei, die durchaus ins Eingemachte gehen. Deswegen zählen wir immer die richtigen Punkte beider Teams zusammen und kommen dann zu einem Endergebnis. Startklar? Alles klar bei euch? Ja. Gut, fangen wir mit Frage 1 an. Wer schoss das erste deutsche Tor im WM-Finale 1974? A. Bernd Hölzenbein, B. Paul Breitner oder C. Gerd Müller? Waren wir alle noch flüssig, ne? Ja. Bernd Hölzenbein, Paul Breitner oder Gerd Müller. Hinweis, das Spiel endete 2-1 für Deutschland nach 1-0 Rückstand gegen Holland. Schau, Schatz, aus. Wir haben so eine 15 Sekunden Limit. Aber wer war der? Zweiter nochmal? Holzbein. Paul Breitner war Nummer 2, Nummer 1 Bernd Hölzenbein und C. Gerd Müller. Na dann. Fertig? Ja. Yes. Passt. Gut, dann bitte das Ergebnis in die Kamera halten. Richtig ist natürlich B. Das wäre dann ein Punkt für. Ist das einfach? Nummer. Das ist viel zu einfach für uns. Viel zu einfach für euch, okay. 2-1 für das Team 206. Hast du nicht gesagt, ja? Nächste Frage. Nicht? Nee. Eine Frage natürlich über den FCS. Wann spielte der FCS erstmals in der Fußball-Bundesliga? 1963, 1976 oder 1985? A. 1963, B. 1976, C. 1985. Was war die erste Nummer? 1963, B. 1976, C. 1985. Bitte zu einem Schluss kommen. 1963, 1976, 1985. Gut, mit Ergebnissen die Kamera halten. Hat einer noch rechtzeitig korrigiert? A ist natürlich richtig. FCS Gründungsmitglied der Bundesliga 1963. Dann haben wir einen Zwischenstand von 4-3. Ich glaube, wir müssen auf den Zettel geguckt, ne? Stimmt. Ja, wir müssen euch ein bisschen bei Sonnti müssen wir aufpassen. Verdecken. Das also die letzten Tage haben schon ein bisschen gezeigt, bei dem müssen wir aufpassen. Der ist jetzt nicht ganz so ehrlich. Frage 3. Gerd Müller ist unangefochten Torschützenkönig der Bundesliga. Wie viele Tore hat er geschossen in seiner Karriere? A. 338. B. 365 oder C. 384? 338, 365 oder 384? Mit Nationalmannschaft auch. Nur Bundesliga. Nur Bundesliga? Ja.
Irgendwas mit 300. Ja. Das habe ich in Erinnerung. 338, 365, 384. Bitte einen Buchstaben. Das ist einfach nur raten. Also wir sind fertig. Ihr seid fertig, gut. Dann Stift weg. Habt ihr? Nein, wir haben noch was anderes. Splitten. Man splittet. Das ist clever. Gut, also. Natürlich ist Antwort B richtig. Natürlich, klar. Schade. Das heißt, keine Punkte hier. Kasim, du hast B. Du hast B. Und er hat A. Und A, also ein Punkt für Team 206. Das heißt 5-3. Ist das einfach? Das ist zu einfach für dich. Nee. Frage 4. Wer schoss in der Saison 2022-2023 das erste Tor für den FCS in der dritten Liga? Letzte Saison. Ja, 2022-2023. A. Sebi Jakob, B. Julian Güter-Schmidt oder C. Adriano Grimaldi? A. Sebi Jakob, B. Julian Güter-Schmidt oder C. Adriano Grimaldi? Erstes Heimspiel damals gegen Ferl. Ferl. Wie ist denn das ausgegangen? 1-0. 5-0. Nochmal die Antwortmöglichkeiten, bitte. A. Sebi Jakob. C. Steht nur die Antwort drauf. Gut, B. So. Julian Güter-Schmidt. C. Adriano Grimaldi. Mhm. Die wissen es sowieso. Habt ihr? B. Ja. Ja. Ihr? Ja. Gut, dann hochhalten in die Kamera, das macht's. C ist natürlich richtig, Adriano Grimaldi in der, ich glaube, 95. Minute. Alle richtig? Nee. Du warst falsch? Ich war falsch. Okay, dann ein Punkt für Team 208. Damit wären wir bei 4 und ihr habt 7. 7-4. Frage 5. Moritz Stoppelkamp hat das bisher weiteste Tor in der Bundesliga-Geschichte geschossen. Aus welcher Entfernung? A. 68 Meter, B. 79 Meter oder C. 82 Meter? 68 Meter, 79 oder 82? Nur in der ersten Bundesliga? In der ersten Bundesliga, genau. Das weiteste Tor gewesen. Das weiteste Tor. Bis heute. Wir sind jetzt weit. Also? Fertig? Ja. Ihr beide? Ja, habt ihr's? Wir haben schon. Okay. Es ist Antwort C, 82 Meter. Und damit wären wir hier bei 9 Punkten insgesamt. Nur eins. Du hast B, ja. Ein. Das wäre dann 9. Du musst nur aufpassen, ne? 6. Haben wir ein Fernglas? Frage Nummer 6. Wie oft wurde Deutschland Europameister? Nächstes Jahr haben wir im eigenen Land ja die Europameisterschaft. Wie oft wurden wir denn schon Europameister? A. 3-mal, B. 4-mal oder C. 5-mal? Drei, vier oder 5-mal? Ja. Ist er durch? Ja. Ihr habt durch. Dann bitte hochhalten. AA ist natürlich richtig. 3-mal. Für die Experten oder uns 72, 80, 96. Damit 11-8. Frage 7. Achtung, wieder mal eine FCS-Frage. Wer schoss beim legendären 6-1 des FCS in der Bundesliga gegen Bayern München 4 Tore in einem Spiel? A. Jovan Acimovic, B. Harry Elberacht oder C. Roland Stegmeier? Was? A. Jovan Acimovic, B. Harry Elberacht oder 4. Roland Stegmeier? 4 Tore gegen Sepp Maier. Weißt du was? Das ist die Frage, die jeden FCS-Fan natürlich am meisten interessieren wird. A. Jovan Acimovic, B.
B, Harry Elber. C, Roland Schildmeier. Wir sind soweit. Ihr seid soweit? Ihr seid soweit. Dann bitte in die Kamera halten. Es ist natürlich C. Ich habe BRC. Roland Stegmeier. Damit habt ihr einen Punkt. Ja, ich war falsch. Ich war auch falsch. Und ihr habt auch einen Punkt, also 12 zu 9. Frage 8. Vielleicht etwas leichter diesmal, aber doch ein bisschen knifflig. Wer schoss beim legendären 7:1 Sieg von Deutschland in Brasilien gegen Brasilien das 5:0? Damals Halbzeitstand. Tommy. A. Toni Kroos. B. Thomas Müller. C. Sami Khedira. Das 5:0 zum Halbzeitstand. A. Toni Kroos. B. Thomas Müller. C. Sami Khedira. Wir müssen aufholen, ne? Keine Ahnung. Alle haben getroffen. Habt ihr? Alle haben getroffen. Ja, alle, die auf hier steht, aber wer hat das 5:0 zur Halbzeit gemacht? Genau. Das ist das vierte oder dritte gewesen. Mhm. Bitte ein Buchstaben, komm. Braucht ihr einen Timer? Was? Wir haben noch nicht. Da. Ihr seid da? Okay, dann bitte hochhalten. Es war Sami Khedira. Das heißt 0-0-0-0. Gut. Damals noch zur Erinnerung, Thomas Müller zuerst, dann Miro Klose mit dem WM-Rekord, dann zweimal Groß und dann einmal noch Khedira. Pascal Groß. Schade. So, Frage 9. Wer im Kader des FCS hat die, genau, das ist der Telefonschunker. Okay. Wer im Kader des FCS hat die meisten Einsätze in der ersten Bundesliga? A. Julian Günther Schmidt, B. Pjane Tölke oder C. Tim Sivea? Die meisten Einsätze in der Bundesliga, im aktuellen Kader. A. Julian Günther Schmidt, B. Pjane Tölke oder C. Tim Sivea? Wo ist mein Name? Oh, es geht um die meisten Spiele. Vielleicht von erster Liga, nicht Regionalliga. Oberliga. Wir sind soweit. Ihr seid soweit. Die beiden noch nicht so. Ja. Okay, dann bitte hochhalten. Habt ihr es? Habt ihr? Sie was war, wie waren die Antwortmöglichkeiten nochmal? Was war A, und B? A war Julian Günther Schmidt, B war Pjane Tölke und C Tim Sivea. Okay. Alle haben Bundesligaspiele. Okay. Gut, dann bitte hochhalten. Die beiden sind schon durch. Wollt ihr hochhalten? Marcel? Nein. Wer hat die meisten? Ja. Ja. Braucht ihr einen Taschenrechner? Ja. Okay. Ja. Es ist Pjane Tölke, damit B. Und da habt ihr zwei Punkte. Zwei. Ich hab 11. Ihr habt einen, damit ja, B, ich hab 13 10. zu 11. Also ihr könnt durchaus noch ran. Beginnt die Aufholjagd. Die Flattere. Achtung, wie viel, ganz knifflige Frage. Kurze Frage, wie viele Einsätze hatte Pjane? Ja. 6. Laut Transfermarkt. Ja, du. Naja, das ist ein unbestechliches Portal. Das stimmt. Das passt schon. Akzeptiere ich. Frage 10. Jetzt wirklich was für Historiker. Und da werdet ihr raten müssen. Das ist auch so gewollt. In welchem Jahr wurde der FCS Meister der zweiten französischen Liga? Für die Jüngeren für euch, das Saarland war nicht immer Teil der Bundesrepublik, direkt nach dem Krieg, bis 1957 unter französischer Verwaltung. Und der FCS musste phasenweise in der zweiten Liga in Frankreich mitspielen und wurde dort prompt Meister. Natürlich. Welches Jahr?
A, 1946, 1949 oder 1951? 46, 49, 51. Zur Stütze 1957 gab es den Anschluss an die Bundesrepublik. Das ist eine echte Schätzfrage, das ist aber auch so gewollt. Ja. Wir sind soweit. Ja. Ihr sollt? Wir sind soweit. Was habt ihr? Der Chef wird erfahren, wie ist es morgen? Halt voll Patient, ehrlich. Was haben wir hier zu tun? Das brauchen wir ein bisschen länger. Kein Problem. Ja, alles gut? Ja. Gut, es ist tatsächlich Antwort D. Wir haben 1949. Damit habt ihr keinen Punkt und ihr habt einen 14 zu 11. Haben wir gewonnen? Theoretisch, aber jetzt machen wir noch die Schlussfrage. Deutscher Meister tatsächlich. Und französischer Meister. Auf die hat uns. Natürlich. Ja. 46 national nach dem Krieg. Auf die Frage 11 kam tatsächlich euer Trainer. Wie viele Profispiele in der ersten und zweiten Bundesliga hat Sportdirektor Jürgen Luginger absolviert? Einige. A. Keine. 394, das hat keiner gehört. B. 454 oder C. 479. Also Jürgen Luginger, erfahrener alter Hase, erste und zweite Liga. Nicht schlecht. 394, 454 oder 479. Stabil, Jürgen. Er war sehr stabil. Chapeau, ne? Ja. Wir haben es. Ihr habt es. Ihr beide habt ihr. Wir wollen gar nicht antworten, weil wir sowieso Sieger sind. Nein. Ja, kommt pro forma. Ja. Ich sag B. Es ist tatsächlich Antwort B. Natürlich. Das Hör doch heißt, auf mich. Was machst denn du, Mann? Oh, ich hab. Das war auch falscher Zettel. Das sag heißt, doch B. Ich kenne zwei Punkte. 15 zu 13 ist dann der Endstand. Das ja! heißt, heute Abend werdet ihr fürstlich bedient von den zwei Jungen hier am Tisch. Wir freuen uns. Ja, freut euch drauf. Ich habe großen Hunger. Sehr, sehr. Also muss Hunger. Mehrmals laufen, merke ich gerade. Ja, alles gut. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Vielen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht habt, auch wenn es ein bisschen knifflig war. Habt noch einen schönen Resttag. Bis dahin, gute Zeit und tschüss. Oh ja. Tschüss.